Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute würde ich gerne den Weg erneuern, aber keine Panik, keine neue Wegfindung, sondern ich würde gerne die Oberfläche erneuern. Und dazu hatte ich mir überlegt, hier oben bleibt auf jeden Fall Holz, da ändern wir nichts. Aber ab hier, ab der Treppe würde ich gerne irgendwas Rustikales, Steinmäßiges dahin platzieren. Und da gucken wir mal, was das Spiel so bereitstellt. Und wir haben hier zum Beispiel Baumscheibenweg. Den finde ich absolut hässlich und den nehmen wir auf keinen Fall. Baumrindenweg auch nicht. Ich möchte gerne so Steinmäßiges haben. Das behalten wir auf jeden Fall für den Arktisbereich. Da gehe ich auch nicht dran. Dann hätten wir Fischgrätenmuster. Sehen so Fischgräten aus. Ich glaube, das ist nur die Definition, wie die gelegt sind. Nee, auf keinen Fall. Dann haben wir den Blockweg. Das kommen wir aber der Sache schon mal ganz schön nahe. Das finde ich mal gar nicht so übel. Dann hätten wir einen rustikalen Weg. Ich habe gerade noch gesagt, irgendwas Rustikales, Steinmäßiges. Und da wäre er. Allerdings ist er ein bisschen zu hell. Dunkler wäre besser. Also wenn man den jetzt irgendwie einfärben könnte, aber Wege konnte man sowieso noch nie einfärben, deswegen fällt das weg. Aber na, das auf keinen Fall. Obwohl, so eine tolle Kinderbeschäftigung, oder? Setz dir die Kinder da hin und sagst, zeichne mal die Muster nach. Oder mal nach Zahlen. Fülle alle blauen Felder mit Rot aus. Boah, die sind den ganzen Tag beschäftigt an dem einen Weg. Ich glaube, das machen wir. Nein, Quatsch. Ich glaube sowieso nicht, dass man das hier unten sieht, weil die Beleuchtung ist eher dezent. Und dann nimmt man das, glaube ich, nicht so wahr. Das wird eher dunkel sein. Oh, warte mal. Das heißt, das wird ja auch dunkel. Nee, machen wir auf keinen Fall. So, was haben wir denn hier? Hier hätten wir bunte Fliesen. Nein, auf keinen Fall. Dann hätten wir... Nein, auch nicht. Ich brauche irgendwas... Also ich schwanke zwischen den beiden aktuell noch. Dann haben wir noch Hexagonweg. Das wäre auch noch eine Sache, wo ich sagen würde. Nein, auf keinen Fall. Holz. Wir sind auf dem Holzweg. Alter, das ist aber sehr dunkel, ne? Und ich wollte was Dunkles haben, aber eher Steinmäßiges. Also fällt das auch schon mal weg. Bambusweg hätten wir noch. Gefrorener Eisweg. Bambusweg auch nicht. Nee. Goldweg, jawohl. Wir zeigen, wo wir Geld lassen. Ja. Nein. Okay, also ich glaube, es wird dieser Weg. Es gab doch noch einen anderen, oder sehe ich das falsch? Es gab doch mal so einen Steinweg, oder hatte ich mich da vertan, oder war das jetzt im Planet Coaster? Es gab mal so einen, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich den gesehen hatte, oder beziehungsweise wo ich den verbaut hatte, das weiß ich allerdings wirklich nicht mehr. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Es gab mal, das war so eine Mischung, das waren grobe Steine... Aber ich glaube, in dieser Farbe war das. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Beziehungsweise, war das ein Anstehbereich? Nee, Warteschlange war das nicht. Blockweg. Ja, anscheinend gibt es das hier nicht mehr. Oh, das ist rausgepatcht worden. Das gab es früher. Ne, ist aber rausgepatcht worden. Ja, definitiv. Das gab es hier auf jeden Fall. Da schwöre ich Stein und Bein drauf. Nein, also wir nehmen diesen Weg. Weil den finde ich irgendwie am passendsten hierfür. Wobei, das ist so jetzt wieder dieses Hin- und Her-Geschwanke, ne? Guck mal, pass auf. Wir gucken mal hier so im Schatten. Boah, der sieht schon gut aus, ne? Der sieht schon verdammt gut. Aber das ist Sand. Und hier wäre Moos. Okay, pass auf. Wir machen das fest an der Treppe. Wir gucken mal. Also, das wäre die rustikale Treppe. Und das wäre die Steintreppe. Und es wird die Steintreppe. Okay, alles klar. So, daran habe ich es jetzt ausgemacht. Es wird die Steintreppe. Sehr schön. Okay, haben wir einen neuen Weg. Sensationell. Sehr gut. Okay, machen wir mal ganz kurz. Das geht ja relativ zügig. Und ich habe schon wieder nicht auf Play gedrückt, weil ich das wieder vergessen habe. Dann machen wir mal ganz kurz. So. Und sollen wir mal richtig krass sein? Sollen wir mal richtig aus der Rolle tanzen? Sollen wir mal einen richtig raushauen? Ja? Wir gucken mal, ob wir einen Mitarbeiterweg anders färben können. Mitarbeiterweg 04. Das ist ja mal ganz anders, oder? Also da sind wir richtig mutig. Also irgendwie, weiß nicht. Es gibt, glaube ich, nur den. Okay, der rote wäre noch okay, ne? Aber ich finde, der passt jetzt hier irgendwie. Na gut, wir sind doch nicht mutig. Ich bin ein Angsthase. Morgen kommt der Osterhase. Okay, pass auf, wir machen mal ganz kurz den Weg hier fertig. Also den finde ich echt am schönsten. Der passt hier am besten hin. Bist du jetzt schon wieder da oben gelandet? Jawohl. Kommst du mal bitte runter? Nein! Das sollte nicht passieren. So. Pass auf, dann machen wir das mal. Und dann würde ich mich gerne mal ganz kurz um die Tiere gleich kümmern.
Weil das haben wir auch schon wieder nicht mehr länger gemacht. Und ich würde gerne... Moment, wir sind ja schon rund, krass. Ging aber zügig. So. Boah, das sieht so schön aus, ne? Das sieht wirklich sehr... Das harmoniert auch noch mit dem Weg. Sensationell haben wir das gemacht. Sensationell. Heads Fantastic. Ja, okay, pass auf. Dann sagen wir mal ganz kurz Hallo zu Play. Hallöchen. Dann haben wir Eiskönigin Leiden. Hallöchen. Ich hoffe, es ist kein Leiden, dass du die ganze Zeit hier im Zoo bist. Dann haben wir Demon Rods. Hallo. Was? Downer, hallo. Dann Maidorka, hallöchen. Und Magnum Opus, hallo. Und Spidolino, hallöchen. So, dann gucken wir mal ganz kurz bei den Tieren. Thompson, Gazellen haben Probleme. Überbelegung, Grizzly Bear. Bei den Grizzly Bären ist ein Problem. Aber das hat man, glaube ich, in der letzten Folge schon behoben, ne? Soweit ich mich noch zurück erinnere. Ich guck mal ganz kurz. Ich sehe da keine Überbelegung. Ich sehe da absolut keine Überbelegung. Da ist nichts. Thompson-Gazelle. Okay, gucken wir mal bei der Thompson-Gazelle. Thompson. So, Grizzly Bear weg. Wie sollen wir denn hier eine Überbelegung? Wir haben doch hier keine Überbelegung, oder? Alpha-Status? Alpha-Status. Achso, nur Alpha-Status. Alles klar. Ja, gut. Das Problem ist, der Alpha-Status ist in Bronze. Ist jetzt nicht so über... Und der hat 0%. Der nennt sich hier der Alpha, ey. Der kann direkt weg. Den lassen wir direkt frei. So. Kann sich in der freien Natur fortbilden. Fortpflanzen, Entschuldigung. So, dann gucken wir mal kurz westafrikanischer Löwe. Weil wir hatten ja sehr hohe Kosten hier. Eisbär ist auch noch hohe Kosten, aber das Doppelte ist ein... 16 Tiere, alter Verwalter, ey. Der westafrikanische Löwe, ne? Der lässt es da richtig krachen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. So, westafrikanischer Löwe. Aber da kann ich noch keinen von freilassen, ne? Das hat man, glaube ich, in der letzten Folge schon. Stimmt, das waren vier erwachsene Weibchen und ein Männchen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch... Alter, alles Gold, ne? Alles Gold und alles Gold, was glänzt. Alles Gold. Da hätten wir einen goldenen Weg gebraucht. Definitiv. Wieso machen wir denn jetzt so viel Verluste? Eisbären. Ja genau, Eisbären wollte ich auch nochmal ganz kurz gucken, weil hier auch nochmal irgendwie sehr hohe Kosten waren. Eisbär, schauen wir mal kurz. Da ist er doch. So, was haben wir denn da? Zwei Weibchen? Ja gut, ein Männchen. Und der Rest sind halt Kinder, da kann ich halt nichts machen. Gut, geht leider nicht. Thompson-Gazelle, Nachwuchs erwartet. Netzgiraffe. Okay, ja, dann können wir die nachher wieder freilassen. Wie viel haben wir eigentlich? 87.000 Blätter. Nicht Dollar, nicht Euro, nein, Blätter. Du hast richtig gehört, Blätter. Dachte schon, ein Gast hat sich hierhin verirrt. Okay, dann würde ich gerne, pass auf, dann machen wir mal ganz kurz hier mit Gelände etwas. Und zwar würde ich gerne das hier ein bisschen so rausziehen, aber auf 50%, bitteschön. Auf 50%, dankeschön. So, dann heben wir das mal hier so ein bisschen raus, ne? Hier natürlich auch, selbstverständlich. Da können wir ruhig so einen Hohlraum haben, weil, pass auf, das ist ja, wir müssen einen Hohlraum haben, denn die Leute verbrauchen ja hier drin Luft, ne? So, und die verbrauchen ja Luft und erzeugen dann Kohlenmonoxid. Und dieses Kohlenmonoxid ist natürlich sehr, sehr schädlich für den menschlichen Körper, beziehungsweise für den Menschen allgemein. Und da braucht man natürlich, ja, müssen wir das irgendwie kompensieren. Und den ganzen müssen wir ja abpumpen. Aber trotzdem ist hier noch was in dem Raume von diesem Kohlenmonoxid. Und das kompensieren wir halt mit Frischluft, die wir dann hier hinten haben, ne? In diesen Hohlräumen. Deswegen brauchen wir da Hohlräume. Deswegen fülle ich das nicht komplett aus. Hat alles eine logische Erklärung. Man muss nur ausredengewandt sein. So. Jetzt schwingen wir mal ganz kurz den Pinsel und zwar auf 100%, so, und dann pinseln wir das hier mal ganz kurz an. Guck mal, das sieht doch schon mal hervorragend aus. Das sieht hervorragend aus. So, und das Gleiche machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Heißt, wir ziehen... Ja, komm, jetzt machen wir auf 100%. So, dann ziehen wir das mal ganz kurz auf 100% hier raus. Jawohl. Und da kannst du noch ein bisschen, da kannst du noch ein bisschen, so. Und dann pinseln wir das auch mal an, aber ich glaube, da kann ich nichts pinseln. Sehr schön. Achso, hier unten müssen wir ja natürlich auch noch. Das heißt, da gehen wir aber auf 50%. Ja, 50%. So, dann füllen wir das hier auch mal kurz aus. Sehr schön. Und malen das jetzt noch an mit rauen Felsen. So, sehr schön. Herrlich. Okay, dann gucken wir mal. Da ist noch alles in Ordnung. Okay.
Wir haben hier was Neues. Biene Maya. Höchstpersönlich. Biene Maya. In meinem unbekannten Land, war eine Biene sehr bekannt. Boah, geil wäre jetzt gewesen, wenn das ein männlicher Avatar gewesen wäre. Boah, das hätte ich so gefeiert. Das hätte ich richtig gefeiert. Das wäre Willi gewesen. So, genau, Steine. Ich wollte ja noch Steine hinsetzen, damit er so einen 3D-Look kriegt, weil jetzt aktuell sieht das aus wie so eine Rutsche. Heißt, wir machen hier auf jeden Fall so Steine noch hin. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir für Steine da, oder beziehungsweise, wie hießen die denn nochmal? Wie hießen die nochmal? Gemäßigter Felsen, genau, stimmt. Natur. Und da sagen wir dann, gemäßigter Felsen, so. Und dann können wir nämlich jetzt hier zum Beispiel, beispielsweise, ne, können wir da so ein paar Felsen reinmachen, dass das so ein 3D-Look bekommt. So zum Beispiel, oder kann, willkürlich, ne? So zum Beispiel. Und das passt auch noch sehr gut mit diesem Feld zusammen, finde ich. Das passt sehr gut zusammen. Ah ja. Wie machen wir den denn? Den würde ich gerne natürlich auch gerne platzieren. Heißt, den setzen wir so. Allerdings, bis, doch, ist okay. Ist okay. Oh, was machen wir denn mit dem hier? Der ist aber riesig. warte mal, dann können wir den eigentlich noch hier dran machen. Den machen wir noch hier dran. So. Dann hätten wir... Boah, die sind alle so klein. Da. Den würde ich gerne noch dahin ziehen. Beispielsweise so. Ja. Hier oben brauchen wir aber noch einen Felsen. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen Felsen. So was in der Art. Ja. Das sieht doch schon mal sehr ordentlich aus. Dann bräuchten wir... vielleicht so was hier noch. So eine kleine Erhöhung. So, und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite halt. Gut, ne? So. Dann. Ah, den, pass auf, den fügen wir so hinzu. Ne? Dann ist das ein Doppelfelsen. Nur echt mit dem Doppelfelsen. Jetzt in ihrer Apotheke. So. Und dann brauchen wir den nochmal. Ja. Und pass auf, den machen wir da dran. Den machen wir hier dran. Und dann brauchen wir hier irgendwie... Nee, den hatten wir schon da oben. Nee. Ja, der ist es doch. So. Und was machen wir denn hier mit? Ja, ist ganz ordentlich. Den hier machen wir mal wieder weg, weil der ist ein bisschen zu klein. Und den würde ich dann da gerne hinpflanzen. Obwohl, warte mal, den können wir eigentlich auch hier dran machen. Und dann können wir da unten doch noch so einen kleinen Felsen hinsetzen. So. Schon haben wir einen 3D-Look. Krass, ne? Ist schon... Oh, warte mal, hier würde ich noch gerne einen zwischensetzen. So zum Beispiel. Oh ja. Das war, was da gefehlt hatte. Okay, haben wir irgendwelche Meldungen? Nein, gar keine. Seid ihr im Pausenmodus gerade aktuell oder was ist hier los? Hm, kurios. So, da haben wir schon mal einen 3D-Look, ne? Also, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich aus. Krankes Tier ist entdeckt worden beim Warzenschwein. Okay, warte mal, ich muss noch mal ganz kurz was gucken. Beim westafrikanischen Löwen. Da ist er. Wie alt die waren. Nee, 1,8. Das heißt, die drei werden dann direkt verkauft. Die drei werden direkt verkauft in 1,2 Jahren. Und ihr könnt werden, ja, ihr seid schon mittelalt, ne? Ihr habt schon bald ausgedient, ihr drei. Aber männlich ist nicht so schlimm, weil die hier haben ein Gold. Da hätten wir zwei Weibchen in Gold. Also Nachschub ist auf jeden Fall gesichert. Nachschub ist safe. So, wie sieht's hier aus? Ach ne, hier wollte ich gar nicht gucken. Beim Geparden wollte ich mal ganz kurz was gucken. Noch. Und das sieht... Wir versprechen aus. Zwei Männchen, zwei Weibchen. Tipptopp. Sehr gut. So, Warzenschwein hat immer noch Probleme. Und Community-Herausforderungen ist immer noch dieselbe. Also, warum gucke ich da eigentlich noch? Warum gucke ich da eigentlich noch? So, pass auf. Jetzt können wir die entfernen. Die setzen wir hier oben hin. Weil ich vermute, dass die hier oben irgendwie einen Platz finden wird.
Dann. Aber warte mal, wir müssen ja noch ein bisschen was ändern, ne? Stimmt, wir müssen ja hier noch ein bisschen was ändern. Ja. Das stimmt. Wieso scheint hier eigentlich die Sonne? Was reflektiert denn da so der Boden? Ist der gerade frisch gewienert? Hm. Okay, pass auf. Und zwar... machen wir die mal weg. Aber warte mal. Dann nehmen wir hier auch wieder diesen Bambus, der gefärbt ist, ne? Am besten. Das war hier, genau. Bambus, so. Dann nehmen wir den gefärbten Bambus, bemalt. Nehmen wir 2 Meter. Einfach, weil wir was können. Würde gehen, ne? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Also ist gerade auf jeden Fall. Dann hätte ich jetzt hier... Ja, genau. Dann machen wir hier... Oh, warte mal, warte mal. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass das nicht zu tief reingeht. Oh. Okay, dann nehmen wir den 1 Meter. Habe ich gerade spontan so entschieden. Ne, der geht ja nicht ganz so tief rein. Dann nehmen wir hier an der Ecke. Und hier an der Ecke. So, Farbkombination war diese hier. Ja, diese hier. So, jetzt brauchen wir die Fackel. Hallo? Fackel? Fackel? So, Bambus heißt ja nicht, sondern Fackel. Ganz einfach. Fackel. So, die setzen wir dann hier rein. Können wir das schon mal wieder löschen, weil... Ah, warte mal. Warte mal. Wir können ja auch ein bisschen krasser werden gerade. Wir können ein bisschen krasser werden. Und zwar würde ich gerne... warte mal, ich probiere jetzt mal was aus. Seil. Was hätten wir denn da? 2 Meter? Ist 2 Meter? Nee, gebogen. Aber nicht das afrikanische, oder? Da ist das normale. Okay, das hätte ich gerne. Weil das afrikanische sieht cool aus, keine Frage. Aber das passt jetzt gerade nicht aktuell hier hin. Denn das ist relativ dünn. Und viel zu lang. So, biegen wir das mal ein bisschen zurecht. Achso, warte, warte, warte. Wir müssen ja hier am besten. Und dann... sieht das nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und wenn ich jetzt da... Gibt es da nur 2 Meter? 1 Meter gibt es da nicht, ne? Okay, 2 Meter. Wie sieht das denn aus, wenn ich das jetzt hier hinsetze? Auf ein bisschen auf Spannung. Moment. Geh mal... Ja, da war richtig. Da ist gut. So. Dann knicken wir das mal ein bisschen noch hoch. Nein. Ja. So, als Halterung. Und jetzt werden wir richtig krass. Jetzt werden wir richtig krass. Eisen. Nee. Metall. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Haken heißt. Okay, versuchen wir mal Haken einfach. Ich weiß nicht, wie dieser Haken heißt. Versuchen wir einfach Haken. Aber wie heißt diese Halterung denn nochmal? Vor allem, wo finde ich die? Mittelpunkte, Schilder vielleicht. Ich hab die gerade bildlich vor Augen, aber ich finde die jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo ich die haben soll. Kann man auch sowas nehmen? Nee, mit diesem Seil würde ich gerne arbeiten. Obwohl, das würde auch gehen, ne? Das würde auch gehen, so als Halterung. Nee, ich möchte jetzt... Ich habe mir das in den Kopf gesetzt und deswegen nehmen wir das jetzt auch. Aber wo finde ich das denn jetzt? Wo finde ich das denn jetzt? Halterung vielleicht? Halterung? Da ist sie doch. Und die habe ich gesucht. Die gute alte Halterung. Ist aber kleiner geworden, ne? Oder meine ich das nur? Das ist kleiner geworden, ne?
Boah, das war echt klein geworden. Du brauchst ja fast gar nicht. Wie heißt du denn? Farbanpassung, Hauptspiel, Metall. Okay, dann gucken wir mal unter Metall. Machen das hier weg. So, jetzt haben wir hier Metall. Filter ist Metall. Und dann gucken wir mal, ob wir da was Metalliges... Kette wäre natürlich auch nicht schlecht. Ob wir hier was Metalliges finden. Und zwar habe ich das... Das ist so klein, das sieht man gar nicht, ne? Da. Das hier nur in größer. Das nur in größer. Das wäre ein Träumchen. Aber ich glaube, das gibt es hier nicht in diese... Ankerpunkt. Da ist er doch. Den habe ich gesucht. Jawohl. Ankerpunkt. So. Den habe ich tatsächlich gesucht. Krass. Ja. So, machen wir den... Warte mal. Jetzt müssen wir den was höher ziehen. So ungefähr bis da. Das ist jetzt so eine kleine Friedensarbeit. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinbekommen. Ja, so zum Beispiel. So wäre nicht schlecht. So würde halten, ne? Aber... Das sieht nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das sieht... Naja, ist ganz okay, aber okay kann jeder. So vielleicht? Oh, was ist das denn für ein Teil? Wie heißt das? Stütze. Oh. Warte mal. Kann man sich denn hier zusammenbasteln? Was kann man daraus bauen? Alterung. Da kann man doch bestimmt... Oder nur das? Kann man das anmalen? Auch noch. Warte mal, dann hat das jetzt ausgedient. Und? Okay, wenn wir das jetzt wieder ein bisschen runterziehen. So müsste das, ne? Dass das durchgeht. So. Und dann eventuell das Ding? Dieser Nöppel? So als Befestigung. Oh ja. Ich baue mir mal kurz eine Lampe, ne? Nur kurz. Krass. Okay. Farbkombination nehmen wir hier unsere altbekannte 6464 irgendwas. Gleiche hier auch. Ja, nice. Ist schon cool. Ist schon cool. Aber, das ist die relative Achse, ne? Die relative Achse ist die Weltachse geworden. Okay, so, dann gehen wir jetzt auf Gelände und drücken das ein bisschen zurück. Nur ein bisschen, so. Und hier ziehen wir den wieder ein bisschen raus. So. Ich baue mir mal kurz eine Lampe, ne? Boah. So, warte. Das machen wir jetzt aber als separates Gebäude. Nein. Als separates Gebäude. Da ist es. So.
Genau, von Gruppe trennen. Und jetzt sagen wir hierhin zum Beispiel. Kann man nicht sagen, andocken? Geht das nicht? Geht nicht, ne? Raus. Okay. 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 Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Denn wir kriegen das auch so hin. So. Das sieht doch schon mal gut aus. So, dann wären wir hier dran. Und hier wären wir... Wären wir dran, ne? Das würde ich so akzeptieren. Genau, und dann hat die ausgedient da oben. Und das würde ich vielleicht sogar ein bisschen höher setzen dann. Sagen wir mal... So, warte mal, das müssen wir jetzt noch ein bisschen nach links ziehen. Muss noch mal ganz kurz gucken, ob wir da... Nee, wir sind noch nicht dran, ne? Doch, da sind wir drin. Und... Hier sind wir auch drin, aber mehr drin. So, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Na. Okay, hier sind wir auf jeden Fall drin. Und hier wären wir auch ungefähr dasselbe drin. Okay. So, und das haben wir jetzt ein bisschen höher gesetzt. Das mache ich jetzt hier auch. So. Boah, ich finde das echt... Vor allem, das passt auch noch hier zu dieser Fackel, ne? Oh ja. So, pass auf, dann mach mal hier, kommt die weg. Pupp. Das hier kommt auch weg, brauchen wir ja nicht. Und dafür, warte mal, dafür kopiere ich mir die jetzt hier. Einmal wieder hier rüber. Allerdings muss ich die jetzt wieder ausrichten. Glaubst du, so ist in Ordnung, ne? Kleines Stück weg. Nee, kein kleines Stück weg. Schild und Schild. Kleines bisschen drin. Ein bisschen mehr drin. Das heißt, ich muss halt noch einen ganz kleinen dicken zurückdrehen. So, gucken wir nochmal. Bisschen drin. Bisschen viel drin. Das heißt, nochmal zurückdrehen. So, ne? Warte mal. So, jetzt sind wir ein bisschen drin. Bisschen viel wieder drin. Ah, das ist natürlich jetzt blöd. Ich meine, man sieht das nicht, ne? Aber ich weiß es. Und das ist mein Problem. So, das wäre die Mitte auf jeden Fall. Und dann gucken wir nochmal. Na. So. Ich mag die Kamerasteuerung gar nicht. So. Das sieht gut aus, ne? Jawohl. So, das heißt, das Schild wird natürlich jetzt nach oben versetzt. Ungefähr so. Dann gehen wir auf Gelände und sagen, wir drücken jetzt ein klein bisschen... Oh. Wir drücken ein klein bisschen rein, ja. Hier auch. So. Ah!
Das hätte ein bisschen runtergemusst, ne? Hier auf jeden Fall hin. So, und das Schild muss ja dann auch noch ein bisschen runter. So. So, und dann gehen wir auf Geländer und sagen jetzt wieder ziehen. Jo. So ist gut. Haben wir alles, ne? Da haben wir. Ist schon, also mir gefällt sehr gut. Aber, weil ich ja auch der Creator bin von diesem wunderbaren Geschöpf. Nein, du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, wie du das siehst, beziehungsweise wie du das findest, wie du das Lichtdesign empfindest, wie du die Lampe empfindest, wie die aussieht. Kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.